Hallo und ein freundliches Dach aus Münster. Es ist Samstagmittag. Leider kein Sommerwetter, wie wir uns das alle wahrscheinlich wünschen. Irgendwie regnet es heute schon den ganzen Tag. Ich wollte eigentlich heute noch laufen gehen, aber ich denke, ich werde es morgen früh machen, weil irgendwie, das ist mir zu uselig. Ich habe eigentlich kein Problem damit, im Regen Sport zu machen. Habe früher gerne im Regen Fußball gespielt, fand ich immer klasse. Aber irgendwie, nee. Heute nicht. Lieber was Schönes, Gemütliches machen. Und zwar habe ich mir überlegt, hier haben wir eine wunderbare Tüte. Ich hoffe zumindest wunderbar, oder die Tüte ist gut, aber der Inhalt soll wunderbar sein. Es handelt sich um den Golden Virginia Nummer 4 aus dem Tabakhaus Schilde in Essen. Ich blätter gerade mal durch meine YouTube-Timeline. Ja, der Matthias als auch der Yogi hatten ihn ja hochgelobt in den letzten Tagen. Und wieso kriege ich da jetzt eine Nachricht? Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass ich ein Tütchen davon da habe, eine Probe davon da habe. Und zwar war der Matthias so nett gewesen, hatte mir letztens mal ein bisschen Tabak zugeschickt und oder einiges an Tabak zugeschickt und unter anderem auch eine ganze Dose. Von dem, wie heißt der denn noch hier? Mal gucken hier. Kann sich nur Stunden handeln. Ach ja, Camelot Broken. The Camelot Broken. Auch genannt Camelot Broken. Den habe ich noch nie aufgemacht, Matthias. Da werde ich mal eine besondere Gelegenheit für abpassen. Apropos dran riechen, geht euch es eigentlich auch so? Ich habe mich die Tage nochmal erwischt dabei. Ich kann keine Tabakdose oder kein Tabakgefäß öffnen, ohne dran zu riechen. Das ist total bescheuert. Selbst Tabake, die ich seit zig Jahren rauche, wo ich ja eigentlich wirklich genau wissen müsste, wie sie riechen, wie sie schmecken und so weiter. Wenn ich eine Dose aufmache, um mir eine Pfeife zu stopfen, ich muss einmal kurz machen, weil es ist neben dem Rauchgenuss selber ja eine der wunderbaren Sachen, wie schön und wie angenehm es einfach riecht. Ich komme da nicht drum rum. Naja, gut. Das zu dem. Was wollte ich euch noch erzählen? Ja, irgendwas war mir noch durch den Kopf gegangen. Also wie gesagt, Matthias und Yogi hatte ich erwähnt. Ich blätter gerade noch mal durch die Timeline. Ja, mit den Beißerhelferlein da kann ich wenig zutragen. Ich habe das mal ausprobiert. Mir war das Ganze irgendwie zu groß, zu massiv. Ich hatte ein komisches Gefühl bei. Aber ich denke, das ist eine ganz, ganz individuelle Sache. Das muss jeder selber wissen. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Also das ist, denke ich mal, irgendwo sehr, sehr individuell. Es ist Geschmackssache im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vergessene Perlen. Da müsste ich mir mal eigentlich den English Perrig, ob es den noch gibt, weiß ich gar nicht, von Huber besorgen, weil der hat mich ja damals sozusagen wieder auf den rechten Pfad des Pfeiferauchens zurückgeführt, die liebe Frau Billmeier damals in München bei Pfeifenhuber, aber da weiß ich gar nicht, wie der heute schmeckt, sag ich mal. Aber gut, einmal noch mal ganz kurz den Silberbeschlag an der Stanwell abpolieren, weil die hat jetzt ein paar Wochen im Schrank gestanden und da läuft sie natürlich ein bisschen an und wir wollen ja hübsch sein für euch sozusagen im Video. Ja gut, wunderbar, alles prima. Ja, dann schaue ich doch mal, rieche ich doch mal natürlich, wie vorhin erwähnt. Na, das ist jetzt pur Tabak, da rieche ich jetzt also wirklich keinerlei Casing oder sowas, aber so wurde es ja von den Rednern oder von den Empfehlungen her letztendlich auch eigentlich angekündigt. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier jetzt so schön in die Pfeife kriegen. Ja, bisschen geärgert habe ich mich gestern noch über DPD, Deutschen Paketdienst heißt das ja, glaube ich, keine Ahnung. Ich hatte was bestellt und hatte extra mir die Zustellung an einen anderen Ort gewählt. Sprich, da kann man ja bei denen dann, wenn die sagen, okay, Päckchen wird heute zugestellt, kann man dann ja letztendlich sagen, okay, bin jetzt nicht im Hause, bitte anderer Zustellort. Und
Die hatten, haben dann ja eine gewisse Auswahl an Vertriebspartnern, nenne ich es jetzt mal. Und da war unter anderem ein Getränkemarkt, 4 Kilometer von hier entfernt. Und habe ich gedacht, oh, das ist super. Da lässt es hinstellen. Kriegte dann auch, man kann sich ja dann einloggen mit seiner E-Mail-Adresse, kriegte dann auch per E-Mail mitgeteilt, ja, wir haben jetzt hier Freitagmittag ihr Bäckchen abgeliefert, bin ich also Freitagnachmittag dahin. Und er sagt, da ist nicht der, ach, guck da mal so ein bisschen durch, hat mit dem Namen gecheckt. Ich sage, kann doch nicht, steht da hier. Ne? Und der pfifft ja mich richtig an. Ne? Ja, die kommen dauernd hier an, die Leute, und dann halten sie mir ihr Smartphone unter der Nase. Aber es ist so, das ist nicht da, wenn ich ihnen das sage, können sie mir das glauben, das passiert dauernd. Ja. Ich sage, gut, dann komme ich morgen noch rein. Morgen brauchen sie nicht kommen, war gestern am Freitag. Morgen brauchen sie nicht kommen, weil samstags stellen die ja nicht zu. Ja, okay. Hat noch ein bisschen hinterher E-Mail-Kontakt gehabt mit dem Service von denen, mit dem Support. Und die sagten dann auch, ja, das kann ja nicht sein. Wenn da drin steht, das ist angeliefert, dann ist das auch bei dem. Dann, ja. Heute Mittag bin ich da gewesen, der war da. Ne? War auch recht freundlich, derselbe her wie gestern. Ich hatte keinen Bock, mit ihm zu diskutieren. Ich hätte ihm jetzt natürlich sagen können, ja, aber sie haben noch gesagt, hier bla bla, Samstags wird nicht zugestellt. Also muss es ja gestern auch schon da gewesen. Ich weiß nicht, ob dann gestern Abend der DPD-Bote nochmal da war, weil er es doch im LKW gefunden hat. Oder ich habe keine Ahnung. Ich fand es nur ein bisschen seltsam. Das Gleiche, habe ein Bild bestellt, eine Ausbelichtung, eine große für meine Frau, von einem Urlaubsfoto, was sie an der Nordsee gemacht hatte. Und sollte Donnerstag zugestellt werden, DHL diesmal, die Kollegen von DHL. Ja, ich wusste auch, es ist keiner im Hause. Und dann dachte ich, ja, bei dem Regen ein Bild, große Ausbelichtung auf Kappa, das ist ja auch ein bisschen feuchtigkeitsempfindlich. Lässt es mal auch wieder an einen Vertriebspartner zustellen, diesmal eine Postfiliale hier im Nachbardorf sozusagen, Nachbarort. Und wurde mir auch bestätigt, das ist jetzt seit 2 Tagen. Donnerstag wollten sie es bei mir zu Hause zustellen und wenige Kilometer, 5, 6 Kilometer entfernt soll es ja jetzt zugestellt werden, weder Freitag, weder Samstag. Keine Ahnung, wer da jetzt wieder drauf rumsitzt mit Paketboten, ist das ja immer so eine Sache. Fällt mir noch eine Geschichte ein, und zwar an dich, lieber Matthias. Du hast ja noch so dich gefreut, berechtigterweise, dass das so gut klappt mit den Kleinstmengenbestellen bei smokingpipes.com. Sprich, eine Dose Tabak, unter 20 Euro bleiben und so weiter und so fort. Habe ich natürlich danach auch gemacht. Warte jetzt seit 3 Wochen auf die Dose. Ich habe keine Ahnung, ob sie beim Zoll hängt oder und wie die Geschichte ausgeht. Aber weil ich höre immer nur von dir, ja, bestell einmal in der Woche und dann kommt dann immer im Laufe von 5, 6 Tagen kommt er dann auch. Bei mir leider nicht. Na gut, jetzt wollen wir ein bisschen rauchen. Um das Ganze abzukürzen, machen wir hier einen Cut. Ich werde den jetzt mal in Ruhe ein paar Minuten genießen. Dann braucht ihr nicht in der Zeit sozusagen dumm rumsitzen und warten. Und dann erzähle ich euch gleich, wie denn der erste Eindruck ist. Da sind wir wieder. Etienne habe ich vorhin vergessen. Der hatte ja, glaube ich, als erstes den Bedienia 4 von Schilde wieder vergessen ist das Stichwort. Ein sehr leckeres Kraut, sehr fein. Ich glaube, was ja mehrere anmerkten, dass man den sehr ruhig und sehr langsam bedächtig rauchen sollte, ist wichtig. Glimmt sehr schön. Und hat sehr schöne, zarte Noten. Zart ist ein gutes Wort dafür. Wie er Matthias auch sagte, mit diesem Heugen und so. Tick Honig vielleicht, ja. Ist übrigens ein Tabak. Ich rauche ja grundsätzlich ohne Filter. Ich könnte mir vorstellen, dass der Filterraucher ein wenig Freude bereitet, weil die geschmacklichen Nuancen sind so subtil. Ich denke mal, das ist schwierig, das in der Filterpfeife sauber rüberzubringen. Bei der Gelegenheit fällt mir auch noch was anderes ein.
Schönen Grüße an den Dennis. Wunderbar, dass du wieder dabei bist. Ich fand ja die Geschichte Hanebüchen, die du da erlebt hast in Loma. Und dass du jetzt als Pfeifengenießer wieder dabei bist, das ist Pfeifengenießer 71, ist jedem empfehlenswerter Kanal. Rückt mein Menschenbild, gerade was die YouTube-Gemeinschaft angeht, wieder einigermaßen gerade, weil vorher habe ich ja gedacht, ich bin im falschen Film. Schaut euch sein letztes Video an, dann wisst ihr, welche Geschichte ich meine. Sehr lecker. Ja? Könnte ich mir auch gut vorstellen, so im Auto während der Fahrt zu rauchen. Super. So ist es. Neuen Fotoapparat gibt es auch. Habe mich mal für die Pro 2-Version von der Fuji entschieden, weil ich das mit dem elektronischen und dem optischen Sucher mal ausprobieren wollte, eigentlich schon lange Jahre. Und die ist jetzt in dem Bereich. Kaufe sowas immer gerne gebraucht. Mittlerweile in dem Preisbereich angekommen, wo ich mir sage, bei digitalen Kameras ist es häufig so, dass so 2 Jahre nach dem Neuerscheinen erreichen sie so ein Preisgefüge 50, 60% des Neupreises. Da bin ich dann auch bereit zuzuschlagen. Und es gibt so viele Fotofreunde und Sammler und Leute, die auch wenig und pfleglich mit dem Zeugs umgehen. Kann man da eigentlich, wenn man so ein paar Sachen beachtet, ganz gut kaufen. Lecker. Nein, muss ich sagen. Kann ich nachvollziehen. Golden Virginia Nummer 4, Schilde in Essen. Da sollte ich mir ruhig mal eine Dose in den Schrank legen. Gut. Soweit für heute. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich bestimmt vergessen, was ich euch noch erzählen wollte, aber das kann ich ja beim nächsten Mal einfach mal nachholen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Soll ja angeblich morgen ein bisschen besser werden. Vielleicht kann man dann mal wieder draußen sitzen. Wäre ja ganz angenehm. Also, gute Zeit euch. Ciao.